Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir starten gleich mit was Eingemachtem. Das hatte ich ja schon im letzten Video gesagt, dass ich den Kohlrabi fermentieren will oder einlegen oder wie man das auch nennt. Da ist ja ein Unterschied, ob man den jetzt haltbar macht, einkocht oder jetzt fermentiert. Ich habe das schon gemacht. Ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ich starte neu mit solchen Sachen. Ihr könnt mir deshalb, falls ihr so regelmäßig Sachen fermentiert, einkocht, alles Mögliche an Sachen, schreibt mir immer gerne eure Rezepte und Anregungen, alles sehr, sehr gerne in die Kommentare. Auch wenn ich es nicht schaffe, jedem zu antworten, aber ich lese immer alles und eure Tipps sind immer Gold wert. Und ja, alles, was ich von euch lerne, gebe ich dann allen anderen auch weiter. Das ist richtig super. Das freut mich, das macht Spaß. Und ich bin halt eben jetzt so in diesem Fieber. Wir haben ja jetzt so viel, was wir im Garten ernten. Und das alles möchte ich auch verbrauchen. Und ich möchte auch immer wieder mehr lernen, mehr Dinge selber machen. Und eben habe ich hier mit dem Kohlrabi gestartet. Das ist ein Rezept von unseren damaligen Nachbarn. Mit denen haben wir Kontakt. Und da hat er empfohlen, meinte, du musst den Kohlrabi einlegen. Der schmeckt super, super lecker. Das habe ich gemacht. Ich habe die Gläser einmal vorher kurz so ein bisschen desinfiziert und abgekocht. Da streiten sich so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, ja, abkochen Gläser. Die anderen sagen, ist gar nicht nötig. Reicht, wenn es sauber abgewaschen ist. Ich bin mir da nicht sicher. Wenn ihr damit Erfahrungen habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie ihr das macht. Kohlrabi habe ich einfach so ein bisschen klein geschnitten in grobere Stücke. Dann habe ich den Sud fertig gemacht. Ich habe ein bisschen, das war wie gesagt das Rezept, habe ich so bekommen mit 5 Liter Wasser. Und ich dachte so, ja okay, ja das sind 3 große Gläser, das reicht. Das war viel zu viel, ich hätte das halbieren müssen. Man kann fermentieren klassisch einfach mit Wasser und Salz. Ich kenne das so, dass man auf 1 Liter Wasser 20%, also wären dann 20 Gramm Salz, wenn ich mich nicht irre. Oder waren es 2%? Nee, 2% wäre ja viel zu wenig. Nee, 20%. Ich kenne bis jetzt immer nur, wie meine Mama die Gurken eingelegt hat. Da waren die ja wirklich nur mit einer Salzlake. Hier ist Essig mit dabei. Da habe ich jetzt einfach so einen naturtrüben Bio-Apfelessig mit reingemacht und eben das Salz. Dann habe ich in die Gläser Knoblauch mit reingegeben. Ich weiß auch nicht, ob das zu viel war oder zu wenig. Also wir mögen das, wenn schon so nach Knoblauch schmeckt und vor allem auch Schärfe. Ich habe da getrocknete Chilis reingemacht und weiß auch nicht, ob das so richtig ist, ob die Schärfe die so abgeben oder ob ich die hätte lieber kleinbröseln oder ja Chili-Pulver lieber reingemacht. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt so gemacht, dann den Sud drüber gegossen, mit den Gewichten das Ganze beschwert, weil es wichtig, dass das Gemüse wirklich unterm dem Wasser ist und nicht oben schwimmt, sonst würde das ja da oben nämlich anfangen zu schimmeln. Deswegen habe ich mir sogar diese Glasgewichte bestellt. Ich kenne es aber auch, man kann das auch einfach, wenn man so auch Kohl einlegt und so weiter, einfach mit so einem Kohlblatt oben abdecken. Also da gibt es viele Varianten. Dann ist es halt so wichtig, dass man das so verschließt, dass da eben Luft entweichen kann, aber keine neue Luft reinkommt. Deswegen sind jetzt, finde ich, die Weggläser, die ich auch super liebe, praktisch, weil sie den Gummi haben und somit die Luft, die Gase, die dort entstehen, entweichen können, aber keine neue Luft reinkommt. Das Ganze verschlossen und das war's eigentlich. Das kann ganz normal, also muss nicht im Keller stehen, kann auch ganz normal zu Hause stehen. Hauptsache, da kommt jetzt keine direkte Sonne rauf. Und das Ganze fermentiert vor sich hin. Nach ja, mindestens 3 Wochen können wir Geschmacksprobe machen. Kann man auch länger fermentieren. Es kommt halt immer auf das Gemüse an. Manche brauchen länger, manche weniger. Aber so wie wir das mitbekommen haben, nach 3 Wochen können wir schon mal probieren. Ansonsten 6 bis 8 Wochen kann man es fermentieren. Das sind meine ersten Gläser. Ich bin sehr gespannt. Wir werden uns dann in ein paar Wochen erst sehen, wie das Ganze schmeckt. Aber ich werde auch jetzt demnächst endlich machen, was wir ja super lange schon machen wollten, war Kimchi mit Mediam. Das werden wir machen. Ich werde wirklich sehr, sehr viel machen, was ich auch nicht wusste. Weil Sauerkraut zum Beispiel, was ihr fertig kauft, ist zwar fermentiert, aber das wurde, soweit ich weiß, immer abgekocht. Und da sind die ganzen guten Bakterien dann halt auch leider tot. Deswegen immer lieber selber fermentieren. Das nächste sowieso unsere Gurken, sobald die jetzt aus dem Garten geerntet werden. Da haben wir auch extra die kleinen Gurken. Da mache ich die polnischen Gurken, da weiß ich, wie das geht. Was ich aber noch machen möchte, sind zum Beispiel auch so Gurkenscheiben. Auch so eingelegt mit Chili und Knoblauch, so was man dann so lecker hat fürs Brot und so. Da muss ich auch nochmal gucken, weil wie gesagt, die Rezepte sind immer unterschiedlich. Manche machen das gerade so bei Gurken, dass sie die Gläser halt befüllen und dann aber trotzdem nochmal irgendwie kurz abkochen. Also da sind wirklich die Rezepte sehr, sehr unterschiedlich. Ich muss da ein bisschen mich durchlesen, ein bisschen gucken und schauen und experimentieren, aber ich bin gespannt. So viel dazu. Jetzt als nächstes, ihr habt ja schon mitbekommen, dass ich super gerne aktuell Kefir trinke und das tut so, so gut.
Ihr könnt ja mal googeln, für was Kefir eigentlich alles gut ist. Das ist so super für euren Magen. Es ist so gesund. Genauso auch fermentierte Sachen. Also auch hier später die Flüssigkeit auf jeden Fall trinken. Das sind so gute Bakterien und Probiotika für den Magen. Das ist wirklich unglaublich. Und genauso eben mit dem Kefir. Und der gekaufte Kefir, ja, ist halt nicht das gleiche wie der selbstgemachte. Deswegen machen wir den jetzt. Ich habe nämlich auch von meiner Nachbarin, meiner alten Nachbarin, die Kefirknollen mir geholt und kann den jetzt endlich selber machen. Und das ist auch wieder mal so was super Einfaches. Das wusste ich gar nicht. Ne? Wie auch den Joghurt. Ne? Ich habe mich so lange davor gedrückt, bis ich angefangen habe, Joghurt selber zu machen. Genauso der Kefir. Sogar, glaube ich, wenn nicht noch einfacher. Ja, noch einfacher, weil du musst da nichts kochen, gar nichts. Machen wir jetzt gemeinsam. Dafür nehme ich mir jetzt hier wieder ein Wegglas. Das war jetzt, glaube ich, 1,5 Liter, wenn ich mich nicht irre. Und haltbare Vollmilch. Ich habe jetzt hier normale Bio-Vollmilch, 3,5% Fett. Und meine Knollen, die waren eingefroren. Die spüle ich jetzt einmal ab. Dann kommen sie hier zusammen mit der Milch rein. Und das war es eigentlich auch schon. Bleibt das so in der Küche stehen bei Raumtemperatur. Am besten so abdecken, dass es so im Dunkeln steht. Und dann ist es eigentlich morgen schon fertig. Und dann fülle ich das ab in so ein Glas und mache dann aus den nächsten Knollen den nächsten Kefir. Also super einfach. Ihr macht einfach jeden Tag einen frischen Kefir. Und es dauert was? 5 Minuten? Nee, Quatsch, nicht mal. 2, 3 Minuten. Also wir machen das und dann könnt ihr morgen sehen, wie ich dann so weitermache. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich trinke den super gerne. Das ist jetzt aktuell immer mein Frühstück oder mein Vorfrühstück. Mag ich so gerne. Vor allem jetzt bei der Wärme immer schön kalt mit verschiedenen Früchten. Schon auch lecker mit gefrorenen Früchten. Oh, ich liebe es einfach. Hier habe ich das gute Stück. Ich muss hier mal einmal aufmachen. Nein! Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Also, wichtig ist bei dem Kefirkultur oder Knollen oder was auch immer, die mögen kein Metall. Ich habe mir jetzt extra ein Plastiksieb bestellt. Ich hatte nämlich keinen Plastik, bei mir sind die alle aus Metall. Also wichtig, Plastik zu verwenden, auch Plastiklöffel und so, kein Metall, ganz wichtig. Jetzt spülen wir den einmal mit kaltem Wasser aus, also auch hier kein warmes Wasser verwenden. Und das war es auch schon. Ein bisschen ausdrücken. Jetzt gebe ich hier meine Milch rein. Ihr könnt so die Menge machen, so viel wie ihr am Tag trinken wollt. Ich mache jetzt so ein bisschen mehr, weil ich auch möchte, dass die Kinder jeden Tag etwas davon trinken. Also ihr könnt da einfach die Portion machen, die ihr auch am Tag trinken wollt. So, wichtig eben kein Metall, Plastiklöffel. Gebe ich jetzt einfach den Kefir hier rein. Die Kultur, den Kefirpilz oder whatever. Ich habe jetzt ein bisschen was verloren, aber... Gut, das sollte ja nicht schaden, der vermehrt sich ja. Vielleicht muss er einfach dann ein bisschen länger stehen, bis er fertig ist. Jetzt einfach mal nur umrühren. Und jetzt einfach ein locker Deckel, also da entweichen auch Gase. Deswegen sollte da jetzt gar nichts irgendwie zugedreht werden oder so, sondern einfach nur so locker, auch ohne Gummi. Ihr könnt auch einfach so ein Küchenpapier nehmen mit einem Gummi. Jetzt decke ich es noch ein bisschen ab. So kann das jetzt stehen bleiben. Und wir sehen mal morgen früh, ob das schon fertig ist. Sie schläft einfach in den Arm von Mariam. Dann Baby, guck mal, die Beinchen, die sind so Menschenbeine runter. Guck mal, wie so Menschenbeine. Thank you.
Bild war jetzt nicht so schön. Na, muss ich die großen Teile jetzt nochmal schneiden. Ja, normalerweise müsste ich den Lauch im Ganzen lassen, ohne den vorher schneiden, waschen und danach waschen. Sonst ist das immer mit der Maschine, funktioniert das dann leider nicht so gut. Ich mache mich jetzt bettfertig und nehme euch wieder mit bei meiner Skincare-Routine. Ich habe nämlich wieder einen Rabattcode für Formel Skin. Und zwar ganze 40% für den ersten und den zweiten Monat. Falls ihr Formel Skin noch nicht kennt, Formel Skin ist medizinische Hautpflege. Und zwar super simpel von zu Hause aus. Ihr müsst nicht zum Hautarzt gehen. Das Ganze geschieht online. Und zwar füllt ihr ein Formular aus mit Fragen zu eurer Haut. Ihr sendet Fotos von eurem Gesicht zu und Hautärzte analysieren anhand des Fragebogens und der Fotos eure individuelle Gesichtspflege. Also für die unter euch, die vielleicht noch gar nicht wissen, was genau eure Haut braucht. Ich habe so viele Jahre für verschiedene Produkte verschwendet, so viel gelesen und geforscht mit Wirkstoffen und so weiter. Und deswegen liebe ich Formel Skin sehr. Denn da ist kein Schnickschnack, kein Parfüm, sondern wirklich gute Wirkstoffe, die individuell an eure Haut angepasst sind. Ja, ob ihr Akne habt, Unreinheiten, Rosazea, Fältchen, Pigmentflecken, egal was ist, für euch gibt es dann die perfekte Pflege. Das Ganze fängt an mit der Reinigung. Ihr könnt dazu entweder ein Reinigungsgel oder ein Reinigungsöl. Das könnt ihr entscheiden. Ich mag gerne das Reinigungsgel. Ich finde das super toll. Da ist unter anderem Salicylsäure, was ich super liebe. Ich habe mein Gesicht auch schon gereinigt. Ich habe das nämlich ohne Kopftuch gemacht, weil sonst wäre das alles hier pitschnass.
Ja, und dann kommt meine individuelle Formel. Da steht auch der eigene Name drauf. Das ist die Formel, die für meine Haut angepasst ist. Ihr werdet auch jeden Monat ein Check-in machen. Ihr bekommt eine E-Mail, wo euch wieder gefragt wird, was hat sich getan, wie habt ihr die Wirkstoffe vertragen, hat sich was verändert, und dementsprechend wird dann jeden Monat eure Formel nochmal neu angepasst. Also trage ich jetzt meine Formel auf und ich sag's euch, ne? Also ich habe, wie gesagt, ich teste auch immer wieder gern andere Produkte zwischendurch. So gerade eher auch so tagsüber, aber nichts ist bis jetzt an die Formel rangekommen. Ich benutze Formel Skin auch schon wirklich seit, es werden jetzt 2 Jahre, dass ich Formel Skin schon benutze und kenne. Und deswegen kann ich euch wirklich sagen, dass die Wirkstoffe effektiv sind. Ihr könnt das Ganze wirklich einfach mal austesten. Ihr könnt ja jederzeit auch kündigen, ist gar kein Problem. Deswegen lohnt sich das mal, das Angebot mit dem Rabattcode zu testen. Ihr könnt auch, falls ihr sagt, nee, jetzt jeden Monat, das ist mir irgendwie zu viel oder zu doof, dann könnt ihr auch eine 2-monatige Formel bestellen. Da habt ihr einfach mehr Produkt und das Ganze dann für 2 Monate statt jeden Monat. Das könnt ihr anpassen. Und ja, super easy, super simpel. Ihr müsst eben nicht 150 Produkte auftragen, sondern habt da eine simple Pflege, weil ich weiß, nicht jeder mag das. Ja, und dann kommt meine Pflege. Auch hier kein Blödsinn drin. Es sind zum Beispiel Panthenol und Ceramide drin, was ich halt super gerne in meiner Hautpflege mag. Meine ist die reichhaltige Pflege. Ich mag die sehr gerne. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch auch die leichte Pflege aussuchen. Das ist euch überlassen, was ihr mehr mögt. Ja, und das so simpel und schnell geht meine abendliche Pflegeroutine. Also nutzt sehr gerne das Angebot. Alle weiteren Informationen findet ihr auch in der Infobox, also schaut gerne vorbei. Und ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht, bis morgen. Also eigentlich brauchst du keinen Salat. Ich bin gerade am Kochen. Hier hat mir mein Mann, wie ihr gesehen habt, frische Zucchini gepflückt. Und ich muss jetzt jeden Tag was mit Zucchini machen. Auf jeden Fall gibt es heute so Köfte, die eingewickelt sind in Zucchini. Also ich werde jetzt die Zucchini dünn hobeln. Und dann werden die so eingewickelt. Dann kommt das in eine Auflaufform, kommt noch Tomatensauce drüber und dann geht das Ganze im Backofen. Sehr, sehr lecker. Das Ganze kann man auch mit Aubergine machen. Die Mädels helfen mir hier gerade. Tofu nervt. Du hast doch gerade gegessen. Du hast gegessen. Du hast gegessen, Baby. Ach so, und Zucchini-Suppe mache ich auch noch. Ich habe hier jetzt schon mal Zwiebeln, Butter und etwas Olivenöl. Werde ich alles schön anbraten. Dann kommt Knoblauch noch dazu. Meine selbstgemachte Gemüsebrühe oder Gemüsepaste, wie man das nennt. Kartoffeln kommen dazu, die Zucchini, und dann wird das Ganze geköchelt. Später püriert, etwas Sahne noch zum Abschmecken. Und dann ist das eine sehr leckere Zucchini-Cremesuppe. Dann gibt es dann noch gleich Reis. Da brate ich immer diese Reisnudeln gleich mit an. Also sehr lecker, ich habe schon Hunger. Und Gurkensalat mit Joghurt. Den wird es jetzt auch regelmäßig geben, weil wir eben so viele Gurken haben. Also gucken, wie viele ich brauche. So, dann nehmen wir uns nämlich ein Zucchini-Dings und dann wickeln wir das so ein.
Schau mal, brauchen wir jetzt auch nichts mit Stäbchen oder irgendwas, mit Zahnstocher einfach dann so hinlegen. So. Ich überlege, ob ich die großen eigentlich auch teilen könnte, dass es nicht so viel Zucchini ist, oder? Dass man das so macht. Ich glaube, es ist sogar besser, war, wenn das nicht so ganz so dick ist. Bei den ganz großen Scheibchen. Jetzt machen wir die Soße. Ich habe hier meinen Tomaten-Paprikamark. So 1,5 Esslöffel ungefähr. Das ist alles hier. Ihr wisst, Augenmaß. So viel muss das gar nicht sein. Und dann gebe ich auch was von meiner Gemüsepaste. Ihr könnt da gekörnte Gemüsebrühe nehmen oder was ihr da habt. Pfeffer. Je nach Geschmack. Ein bisschen Salz. Ist auch nicht so viel, weil die Gemüsebrühe hat schon Salz. Wer es mag, gerne Minze. Ich mag das ganz gerne in den Soßen. Einfach alles verrühren. Gießen wir das Ganze über die Röllchen. Und geben auch noch etwas Olivenöl obendrauf. So ein bisschen. Mein Hackfleisch ist hier relativ fettig, aber Olivenöl geht immer. Wenn ihr wollt, könnt ihr das später nochmal mit Käse überbacken. Und jetzt nehmen wir doch mal. Für die Zucchini-Cremesuppe habe ich jetzt die Zwiebeln, den Sellerie und Knoblauch jetzt hier schön angebraten. Sellerie ist jetzt optional, den habe ich jetzt mit reingegeben, weil ich jetzt noch viel Sellerie zu Hause habe. Aber so klassisch kommt er nicht rein, aber ich finde, Sellerie gibt jeder Suppe immer einen tollen Geschmack. Jetzt brate ich auch noch ein bisschen die Zucchini mit an, aber so ein bisschen für die Röstaromen. Wenn die Zucchini auch etwas angebraten ist, machen wir so eine kleine Mehlspitze. Einfach so ein bisschen Mehl, damit die Suppe später schön cremig ist. Auch noch mal kurz mit anbraten. Jetzt gebe ich auch schon etwas von der Gemüsepaste hinzu, die Kartoffeln. Und dann gießen wir das Ganze mit Wasser auf. Eigentlich nur noch mit Salz und Pfeffer. Chili. Es schmeckt gut, wenn die Suppe scharf ist. Deckel drauf und köcheln lassen. Wenn das ganze Gemüse weich ist, dann kommt jetzt nur noch die Sahne rein. Ups, dann wird püriert. Abschmecken und fertig ist die Suppe.
Nach mehr als 24 Stunden, weil nach 24 Stunden hatte ich geguckt, da war so, als wenn sich gar nicht viel getan hätte. Da hatte ich so probiert, da war ja noch nicht so viel los. Ich habe auch das Gefühl, dass der Glasdeckel irgendwie vielleicht zu wenig Sauerstoff dran gelassen hat. Deswegen habe ich danach ein Küchentuch einfach raufgelegt mit einem Gummi. Und dann, ja, auf einmal habe ich dann abends aufgemacht und geguckt, da hat sich viel getan. Ja, also es hat jetzt richtig gearbeitet. Unten sieht man auch so ein bisschen, hat sich die Molke abgesetzt. Das macht nichts, aber das vermischt sich dann gleich wieder. Jetzt gieße ich das Ganze jetzt wieder durch das Plastiksieb, damit ich die Knöllchen auffangen kann. Und kann dann den Kefir in normale Gläser einfüllen und dann in den Kühlschrank packen. Ich bin sehr tollpatschig, was das angeht. Okay, gut. Du musst ein bisschen schütteln. Genau. Also man sieht auch, wie schön dick das geworden ist. Ja, jetzt riecht es wie Kefir, genau. Also vorhin, ne, heute Mittag war das gar nicht. Da war das noch so, hat richtig nach Milch gerochen. Also das kann man wirklich so am Geruch merken. Und jetzt ist es wirklich dick und, ups, vorsichtig, riecht auch nach Kefir. So. Das Glas spüle ich jetzt einmal aus, weil da machen wir gleich die nächste. Hier haben wir jetzt die Knöllchen. Normalerweise könnt ihr die ausspülen, aber ihr könnt die zwei, dreimal so benutzen. Jetzt hatte ich die ja neu aufgeweckt sozusagen vom Gefrierschlaf. Deswegen nehme ich die jetzt so, wie die sind, für den nächsten Kefir. Ansonsten ruhig nach zwei Gängen oder so mal mit Wasser ausspülen. Einfach rein. So, ich gieße da wieder Milch drüber. Ich mache es mal nicht ganz so voll, weil wir haben ja gesehen, wie das Ganze da nach oben gegangen ist. Ich habe das dann mit dem Küchentuch gemacht. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Da kommt ein bisschen mehr Sauerstoff ran, hatte ich das Gefühl. Deswegen jetzt so. Und morgen haben wir wieder den nächsten frischen Kefir. Der kann wieder hier stehen in der warmen Küche. Und jetzt füllen wir den Kefir in Flaschen, den mache ich in den Kühlschrank. Ich glaube, das wird eine volle und die kleine. Seht ihr die Konsistenz, wie schön dick das ist? Warte, hör mal, mach mal langsamer. Ah ja, stimmt. Ups. Okay. Ach, das war genau richtig. Okay, ich glaube dann jetzt noch eine kleine. Mhm. Ja, perfekt. So, wie es schmecken soll. Und zack, ab in den Kühlschrank. Fertiger Kefir. Und so macht ihr jeden Tag einfach euren frischen Kefir. Wie ich schon erwähnt hatte, ihr könnt selbst entscheiden, eben wie viel ihr macht. Ob ihr euch eine kleine Portion macht, größere Portion. Dementsprechend benutzt ihr so und so viel Milch. Und das war's. Okay, the routine. Okay. Oh, I mean, don't get me wrong, guys. This is so, so well done. Like, it's absolutely what it's supposed to be. Also wir sind hier, beziehungsweise wir hauen schon wieder ab, das reicht, auf dem Patenkindertreff. Ich weiß gar nicht, ob ihr das die letzten Jahre so mitbekommen hattet, dass wir so das jedes Jahr seit der Geburt der Kinder, der Berliner Bürgermeister hat ja so eine Ehrenpatenschaft und dazu ist halt immer jedes Jahr so dieses Patenkindertreffen. Und ja, wir hatten eigentlich am meisten hatten wir den Hoverreit, dann hatten wir den Müller, dann war es ja letztes Jahr eine Frau und jetzt hat ja wieder ein anderer Mann gewechselt. Und es war jetzt das letzte Jahr, also die Kinder werden
sind jetzt vorbei. Das ist immer bis 14, diese Patenschaft. Ja, so. Ist halt immer ganz nett so. Also als die Kinder klein waren, war es mehr, weil hier ist so viel mit Spielen und so weiter. Aber jetzt reicht's auch. Die Kinder sind da schon zu alt dafür. Bisschen Show, bisschen was essen, trinken. Reicht auch. Also war jetzt das letzte Mal. Sag mal, was habt ihr denn bekommen? Sag mal. Meine Sticker? Ach, so ein Bär habt ihr bekommen, glaube ich. Das ist auch so ein Sticker. Berliner Bär. Keine Bücher dieses Jahr? Warte mal. Hä, das ist voll cool, warte mal. Ja, das ist so ein Berliner Figur, ne? Bär. Oh, das ist doch voll cool. Oh mein Gott. Oh ja, das ist cool. Oh mein Gott, Spaß. Sehen die alle unterschiedlich aus oder sind die alle gleich? Gerade kann ich etwas sehen. Nein, verschiedene. Meinem Patenkind Zeynep alles Gute für die Zukunft. Oh, wir sind wieder zurück. Heute ist sie da extrem hot und unter diesem Zelt da war es die reine Katastrophe. Deswegen waren wir da nicht lange und unseren Adam geht es auch nicht gut. Der ist jetzt auch nach Hause gekommen, hat sich übergeben. Ich weiß nicht, ob der gestern einen Sonnenstich oder so bekommen hat. Weil ich kann mir sonst nicht erklären. Den anderen geht es gut. Wir haben nichts Schlechtes gegessen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich mache den Kindern jetzt noch eine Kleinigkeit zu essen und dann flitze ich und Miriam ins Kino. Wir haben uns nämlich Tickets gebucht gestern, weil gestern? Vorgestern. Ja, weil gestern ist Dings rausgekommen. Wie heißt der? Insiders. Ich verwechsel immer, ne? Conjuring und Insiders ist immer so mit dem gleichen Schauspieler und so und ich verwechsel das immer. Auf jeden Fall der fünfte Teil, ja? Ja, ist endlich raus und wer es nicht weiß, ich und Maddie, wir teilen ja so eine Leidenschaft für Horrorfilme. Wir sind so richtig Horrorfreaks, wir gucken so gerne Gruselfilme und ja, deswegen mussten wir direkt uns Tickets besorgen, dass wir heute das im Kino gucken, weil im Kino, vor allem Horrorfilme im Kino ist nochmal so Next Level. Da freuen wir uns drauf. Ja, und ansonsten, es sind ja auch viele, die mir nicht auf Instagram folgen, aber die uns auch auf Instagram folgen, die haben es sicher mitbekommen. Ich habe halt wieder so ein schönes Reel geteilt. Also für mich schön, für uns schön, so familiärisch, wo wir alle drauf sind. Und ihr habt ja auch gesehen, was die Mädels so anhatten an unserem Feiertag. Und da haben wir eben auch so ein paar Videos und Fotos und so gemacht. Und ich wusste, wenn ich das poste, dann werden die wieder auf Instagram abgehen. Also sobald das Video viral geht, kommen natürlich Leute, die uns gar nicht kennen. Ne? Die uns kennen, die finden das dann halt schön. Und man kriegt immer nette Kommentare. Und dann, sobald es viral geht, ist echt krass. Also, wenn es euch mal interessiert, könnt ihr ja mal rüberschauen, wie die Leute so abgehen. Es ist echt krass. Also, mir macht es halt nichts. Ich kann darüber lachen, schmunzeln und lachen. Aber es ist schon heftig, wie Menschen so drauf sind, wie sie einfach so, die sehen, wie lang ist denn das? 3-4 Sekunden dieses Reel und meine Person zu kennen und diese, also ich weiß halt, was so die typischen Vorurteile gegenüber uns sind, also dieses Islam und eine Moslem und warum sind wir nicht in unserem Land, das gehört gar nicht zu Deutschland, dieses Kopftuch und die Mädchen, die tragen das doch nicht freiwillig, die sind gezwungen, unterdrückt und wir nutzen den deutschen Staat aus und die anderen und leben von den Steuergeldern der anderen Leute und so weiter. Ja, ist einfach witzig zu lesen, aber manchmal ist es auch so, dann denke ich mir auch so, ey, irgendwann reicht es halt auch. Manchmal dann antworte ich, manchmal denke ich so, nee, es macht gar keinen Sinn, mit so Leuten zu diskutieren. Ich kann es immer verstehen, wenn man Fragen hat, ne, also es war letztens auch so, hat mich halt jemand gefragt, wie das halt so ist mit Kopftuch und so weiter. Dann habe ich darauf verwiesen, dass ich hier auf YouTube ein Video habe zu dem Thema und dann, ja, war die Person halt aufgeklärter und hat sich bedankt und das ist halt schön. Also ich finde, man soll sich halt so ein bisschen auch Gedanken machen und schauen, wieso, weshalb ein Mensch dies oder das macht und halt nicht einfach nur so plumps verurteilen, weil man so von den Medien verblendet ist und ja, so viel dazu. Ich könnte jetzt hier stundenlang sitzen und darüber reden, aber macht halt keinen Sinn. Ich muss euch halt wirklich danken. Ich bin so froh. Ich hatte eigentlich super lange Angst, ja, mit YouTube anzufangen, gerade wegen sowas, weil man, ja, es ist halt auch nicht schön, wenn man das oft so zu spüren bekommt, diesen Hass, diesen antimuslimischen Hass gegenüber uns. Es macht auch traurig, ja, auch wenn man so ignoriert und es nicht an sich rankommt. Lassen möchte, es ist trotzdem, wir sind halt Menschen, wir haben Gefühle und trotzdem denkst du dir irgendwann, es reicht doch langsam, ja. Wir arbeiten, wir zahlen selber Steuern, unsere Kinder werden später arbeiten und werden die Rente anderer Leute finanzieren
Ja, deswegen, ja, also wie gesagt, langes Thema. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mit YouTube angefangen habe, weil ich muss wirklich euch Danke sagen. Ich habe wirklich so tolle Menschen hier und ich bin wirklich jedes Mal happy und glücklich. Und es ist ganz selten mal, dass sich hier mal irgendwie jemand verläuft und blöde Sachen schreibt. Die meisten kennen uns so gut und das finde ich einfach schön und das freut mich wirklich. Und ich bin euch da echt sehr, sehr dankbar, dass ihr ja an unserer Seite steht und somit wir auch gerne euch an unserem Leben teilhaben lassen. Also nochmal Dankeschön dafür. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lässt und den Kanal abonniert, die Benachrichtigungsglocke aktiviert und uns somit auch unterstützt. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, wir flitzen ins Kino und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Bis bald.